Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder Philipp. Wir werden jetzt gleich einen kleinen Boxzirkel durchgehen, damit ihr zu Hause schön fit bleiben könnt. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein klassischer Tabata-Timer, den ihr kostenlos im App Store bekommen könnt, und sonst braucht ihr gar nichts. Alles klar, Jungs, was wir jetzt machen, ist ein kleiner Tabata-Zirkel für zu Hause. Ihr könnt einfach einen Timer auf 90 Sekunden stellen. Alle 30 Sekunden wechseln wir die Übung. Die erste Übung ist eine gesprungene Kniebeuge. Die zweite Übung ist ein Liegestütz, mein Ausfallschritt. Und die dritte Übung ist Russian Twist. Ich zeige es euch einmal vor. Ganz einfaches Spiel. Gesprungene Kniebeugen. Als nächstes ein Liegestütz. Wir schreiten leicht mit unserem Fuß raus. Und kicken einmal durch. Liegestütz, kicken raus. Liegestütz, kicken raus. Und als letzte Übung setzen wir uns auf unseren Hintern. Füße einmal hoch und links und rechts den Boden anfassen. Einfaches Spiel. Bewegt euch in die Startposition. Und wir beginnen gleich. Wir starten in 5 Sekunden. Und gesprungene Kniebeugen. Immer schön darauf achten, schön tief runtergehen und dann so hoch springen, wie es geht. 30 Sekunden lang, die ersten 10 habt ihr schon hinter euch. Sehr gut, Jungs, halt das Tempo schön oben. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und Liegestütze. Hier ist es wieder wichtig, wenn ihr die Liegestütze gemacht habt, versucht so tief runter zu gehen, wie ihr könnt. Dann macht ihr einen kleinen Schritt zur Seite und das innere Bein schreitet nach außen raus. Noch 15 Sekunden. Sehr gut. Einmal links, einmal rechts. Ihr habt noch 8 Sekunden. Und wir setzen uns einmal auf den Hintern. Füße hoch, Beine bleiben gestreckt und einrotieren. Sehr gut, Jungs. Komm, Beine bleiben gestreckt. Schön kämpfen, schön kämpfen. Noch 15 Sekunden, gleich habt ihr es geschafft. Komm, 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 komm. Reiß dich zusammen, Junge. Weiter, 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 weiter. Noch 5 Sekunden. 3, 2, 1 und Schattenboxen. Lockeres Tempo. Und das könnt ihr ganz einfach zu Hause machen. Wie schon erwähnt, den Timer einfach auf 90 Sekunden stellen, alle 30 Sekunden wechseln. Die Pause stellt ihr auf 60 Sekunden und dann könnt ihr locker Schattenboxen machen. Das Ganze könnt ihr 3 Runden machen und dann habt ihr ein schönes, knackiges Workout für zu Hause. Lockeres Tempo, Jungs. Das ist eure Regeneration. Noch 30 Sekunden.